Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu No More Heroes 3. Letzte Woche kam ja nichts hierzu, beziehungsweise kam recht wenig. Ja, ich habe seit dem letzten Mal ein bisschen Geld gefarmt, damit ich hier nochmal ein bisschen was an dem Power-Up-Zeug hier machen kann. So, was will ich denn überhaupt aufleveln? Death Skills, ne? ...2000 habe ich zur Verfügung. Ernste Frage, was will ich hier überhaupt haben? Könnte mir den Gleitangriff holen jetzt. Na komm, wir holen uns den Gleitangriff. Was muss ich machen, wenn ich im Handheld beispielsweise wäre? Ah, den rechten gedrückt halten, okay. Und ich hätte auf jeden Fall gern noch ein bisschen Angriffskraft. Und da ich eh nur noch 500 habe, stecke ich die anderen 500 in die Death Skills. Death Skills muss ich ja eh nur noch einmal leveln. So, ich habe schon gesehen, dass ich hier die Chips herstellen kann und dann auch ausrüsten kann. Ich habe auch hier einmal hier dieses Boss-Teil benutzt und gegen Mr. Blackhole nochmal gekämpft. Und das war relativ anstrengend tatsächlich, weil man da auf verschiedenen Schwierigkeitsgrad-Stufen spielen kann. Ja komm, ich hätte... schon gern mehr Power. Kann ich sonst mir holen? Tiger Ship? Ja, ich mach weniger Schaden, kriege aber auch weniger Schaden. Ja komm, dann hole ich mir erstmal hier... dass ich mehr Kraft an Sicht habe. Auch wenn ich da ein bisschen mehr Schaden nehme. Dann habe ich davon wenigstens alle drei. Triggership kann ich auch noch machen. Einfach Button smashen. Macht irre Fun. Warte mal, ich drehe mal kurz ein bisschen den Avatar. Der guckt mir ein bisschen zu sehr zur Seite. So, schon viel besser. So, jetzt habe ich von den beiden alle Chips. Man kann nämlich maximal von den Chips drei haben. So, jetzt kann ich mir die hier ausrüsten. Ein großer Chip bleibt auf jeden Fall drin. Ein Trigger-Chip will ich reinpacken. Ja, komm. Und... nochmal einen großen Chip. Wenn ich ein bisschen mehr Schaden erleide, ist nicht weiter schlimm. Habe ich Sushi voll? Nee. Dann fülle ich jetzt noch mein Sushi. Vor allem das. Weil ich brauche das natürlich voll. Und wenn ich mir niemals die Symbolik merken kann, welches was ist. So, jetzt habe ich Sushi wenigstens voll. Ich habe auch schon gesehen, wo ich die Skorpione abgeben kann. Folie brauche ich nicht. Ja, und für was anderes benutze das Geld eigentlich hauptsächlich auch nicht. Das WSL benutze für die Power-Ups und das Geld halt für Deathglow-Chips. Ja. Und da ich das jetzt hier auch getan habe, dass ich mich jetzt ein bisschen aufgebessert habe, denke ich mal, wir können jetzt in den Bosskampf gehen. Übrigens, nicht wundern, wenn die Augen mal so ein bisschen komisch werden. Also, dass die so komplett in der Seite hängen. Das passiert, wenn ich zum PC gucke, statt zum Fernseher.
Im Übrigen, wundert euch nicht, wenn die Augen so sind, wenn die so ganz komisch sind. Das ist, kommt vor, wenn ich zum PC gucke, dann folgt er mit den Augen dahin. Sieht aber auch relativ lustig aus. Ich bin besessen. Ja, Zeit für den nächsten Bosskampf. Ich habe auf jeden Fall wirklich hart gefarmt. Und wir müssen ja jetzt auch mal ein bisschen in der Story vorankommen, vor allem bei No More Heroes. Stories habe ich ja letzte Woche gut gemacht. Erstmal ins Handy gehen. The number 9 ranked assassin is Gold Joe. He is a space ore dealer. Okay. He smuggles and sells hazardous ores and minerals. The ores are made into weapons of mass destruction. Darf ich davon eine verwenden? So he is a threat to the peace and safety of the galaxy. Go crazy, Travis. Ja, die sind alle eine Bedrohung. Welcome to the Garden of Insanity. Garten des Wahnsinns. Damit kann ich mich anfreunden. Das klingt nach Spaß. Oh, da ist mein Lieblingsladen. Aber ich habe Sushi leider schon voll. Oh, ich komme hier direkt in den Bosskampf. Ja, dann speichere ich erst vorher. Ja. Ich habe mich so gut aufgebessert, wie es ging vom Kampf. Ich habe richtig viel gesammelt. This is totally different from the last spaceship. So if their technology is different, it means these guys have all come from different planets. This sounds dangerous. Mm. We gotta think of a way to strike back. Just remember that Earth also counts as a planet in space. Bloodthirsty people are generally the same everywhere. Now come on. Let's go. Direkt zum Bosskampf. Bei dem vorherigen Spiel muss man sich halt erst durchprügeln. Wahrscheinlich gelten da halt die der vorherigen Sachen als das, was man vorher gemacht hat. Dass man nicht mehr durch ein halbes Level geht, sondern einfach direkt zum Bosskampf ist, aber dafür die Mission dazu vorher machen kann. I hope you liked it. My hyper-modern artwork. Ja, das gefällt mir. Relevant to one another onto physical matter, making it seem as though there's a beautiful space existing right there. It's cutting edge magic. So projection mapping, right? I'm already sick of seeing that shit. With this sort of thing from like the second time you see it, your brain already understands what's going on. You can't not see it as fake. Oh, snap. Snap, crackle, and bippity pop. You guys on Earth are really something. To think that you be Erdenäffchen. This sort of artwork. Also, that's way too much time wasted on something like simple projection mapping. Don't waste budget money on shit like this. Oh snap! Snap, crackle, and pippity poppity pop. Criticized and by an Earthling. Ich will ja nichts sagen, ne? I'm assuming you use magnets, huh? Aber der... Snap, crackle, and pippity, poppity, der ist ganz merkwürdig. So you're gonna use blue and red magnetic north-south to bust out some just slightly puzzle-ish attacks, right? Damn! Snap, crackle, and god damn! Okay, ist gut. Bingo. Okay, I'm just gonna put this out there. For red, throw up an N mark above your head and throw up an S for blue. That'll make it simpler. Gamers like that kind of thing. I don't know if I can do exactly as you say, but I'll try my best. Nice. Now show me a good time. Zeit für den Bosskampf. Okay. In das Spiel nochmal. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Oh, ich mach deutlich mehr Schaden. Oh, nee, 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 nee. Verdammt. Ich wusste schon, dass da irgendwas kommt. Ich bin tot. Ich bin übrigens schon ein paar Mal gestorben. Also nicht wundern.
Don't let me down, dude. Wenn man stirbt, dann kommt nämlich dieses lustige Rad. Und wenn man die Katze beispielsweise kriegt... dann wird man einfach komplett geheilt. Ich weiß ja nicht, was für Techniken der hat. Ich habe nicht mit einem Kraftfett gerechnet. Ich trete dich einfach direkt dagegen. Ah, okay. Am besten einfach auf den blauen Feldern stehen, wenn er was Rotes macht. Stimmt, Magnet, ne? Oh, blau. Einfach gegen die Scheibe klatschen. Weg mit dir. Ist ja mega easy. Ich kann dich werfen. Ist ja mega easy. Wo kommt deine heftige Phase? Oh, rot. Einfach dieselbe Farbe nehmen, die er hat. Blau. Alter, kannst du mal es wenigstens versuchen? Ist mega easy. Jetzt streng dich mal an. Komm. Schon gewonnen. Das ging ja mega easy. Nun kommt die Riesenphase. Zack. Das war's doch noch nicht. Der ist doch noch nicht tot. Dafür war das viel zu einfach. Is this the shit you've been smuggling? Wow, you're a real shitty guy, huh? You probably shouldn't touch that stuff. It's super dangerous. It'll Ach, danke für die Warnung. Like everything? That's why it makes such good money. All right then. Bon appetit. No, anything but that. That's dangerous. Like seriously dangerous. Ruhig. Ruhig, Blut. Jetzt ist er tot. Im Ernst, das war doch viel zu leicht. Sehe ich für euch aus wie ein Schurke? Ich weiß nicht, ob es dazu bestimmt war, dass dieser Kampf so extrem leicht ist, ne? Aber... das war wirklich schon zu einfach. Der ist halt echt schon tot. Was war das für eine Lusche? Ich auch nicht. Ja. Whatever. This is space, right? Can we do the small talk later? Space? You're still at the number 9 spot. You've got a ways to go. Natürlich sammeln sie erstmal die Steinchen ein. But before all that, I want to ask you something. Also, I need to talk to you. You want to ask me something? Why are you helping them? Is it because it's your job? It is for you. I mean, being your wife and all.
I do what I can to help my husband out. What is that? Du hilfst du deinem Ehemann? These guys are basically evil aliens. We do not know when they might swarm Earth. So we need some kind of order here. Yeah, that's true. If we're using the same type of ranking system as usual, then I've got a lot more experience. That is why the UAA is running this thing. Damn, Sylvia. Are the kids doing okay? We do not have time. I will set up a match for the next ranking battle. Make sure you kill them dead. Sylvia, I still need to talk to you. Aber der Typ war halt echt eine Lusche. Die Musik finde ich immer noch schön. Ja, jetzt bin ich die Nummer 9. Aber die können doch nicht alle so luschig bleiben, oder? Oh, wieder ein Film. Brush your teeth. Ah, da sind wir ja wieder. Also das Bild fand ich richtig gut. Das fand ich richtig geil. So, kommt jetzt noch eine Sequenz. Your guest has arrived. Mr. Ja, aber das ist jetzt nicht so eine höhere Sequenz. Mr. Black Knight. All right. And just who do we have next? The Emperor of the Night. What? Mal rausfinden, wie der nächste Gegner so ist. No, no. That's not what I meant. I was hoping I could be of help. You wanna help? Then sit there quietly. Alles deine Schuld, Damon. Warum hast du ihnen auch geholfen? Lord Fu, I am honored to get to see you again. Any wish of yours is old. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein Samurai. Travis must be dealt with. I'm leaving him to you. Don't let me down. I will not let you down. Doch wirst du. Ja komm, den Film, den brauchen wir nicht mehr. What's Miike's best film? That'd be Gozu. What do you think? Gozu, of course. What's the most Gozu? Badass Miike film then? Dead or Alive. You? Shield of Straw. Nice. Ihr habt einen schönen Podcast. Audition, right? I'd say, Visitor Q. Oh shit, I haven't seen that one. Weißt du, die zensieren das, sprechen es aber unzensiert aus. Let me borrow it. Nope, you're totally gonna keep it. I'll give it back, come on, you know I will. Hell no, you always steal my shit after borrowing it. Okay, then check this out. I'll lend you the whole Kaoru Chan series.
Ricky is so badass. Yeah, Ricky is hella badass. Why did Hollywood pass him by like that? MCU should bring Ricky in. Oh, that'd be the shit. Mein Lieblingspodcast. Ah, und jetzt sind wir wieder hier. Ein neues kleines Shirt, Riders. Und ein T-Shirt mit Gold Show. Gucke ich mir gerne einmal kurz noch an. T-Shirt. Gold Show war das eine. Ja. Das andere war... dieses eine, war das? Der Riders-Stil gefällt mir, ehrlich gesagt. Nehme ich. Na, Jean? Hast du heute Lust, was zu machen? Oh, ich darf dich wenigstens streicheln und mit dir kuscheln. Ja, Leute, bevor hier noch irgendwas passiert, sage ich mal, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!